75 Selbstmorde gab es im Jahr 2006 in Salzburg. Immerhin um 20% weniger als im Jahr 2000, aber immer noch um 75 zu viel. Nun gibt es erstmals im deutschen Sprachraum ein Suizidprogramm für Jugendliche, das gemeinsam von der PMU und der PEDAG Salzburg entwickelt wurde. Eltern merken natürlich nicht als allererstes die Suizidgefährdung, sondern sie bemerken, dass sich bei ihrem Kind irgendetwas verändert hat. Es lassen zum Beispiel ohne ersichtlichen Grund die Schulleistungen nach. Das Kind zieht sich zurück, geht nicht mehr in den Kontakt oder, wie es bei Buben dann häufig ist, gehen eher in eine leicht aggressive Abwehrhaltung, sodass die Eltern sich denken, was soll man mit dem Buben machen, wir kommen überhaupt nicht mehr zusammen. Ja? Am Freitag, den 23. April, hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Nasenbluten. Im Mittelpunkt des Projektes Lebenswert steht ein Film, der sich an Schüler, Eltern und Lehrer richtet. Damals wurde mir gerade klar, dass ich überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekam. Die Schule interessierte mich nicht, die Matura schien seltsam unwirklich. Ich tat nichts, aber meine Untätigkeit frustrierte mich. Also unser Ziel ist es, mit diesem Gesamtprojekt, bestehend aus Film und Begleitmaterial, vor allem in den Pflichtschulbereich hineinzukommen. Ab dem 13. Lebensjahr eignet sich das Programm bis hinauf zum 18. Lebensjahr. Und wir haben hier natürlich nicht nur die allgemeinbildenden höheren Schulen im Auge, sondern auch die Hauptschulen und nicht zu vergessen auch die Berufsschulen. Wenn man ganz unten angelangt ist, sagt man dann eigentlich Tiefpunkt eines Tiefs oder ist das der Höhepunkt eines Tiefs? Was wir mit unserer Prävention bewirken möchten, ist, dass alle Beteiligten, insbesondere auch Eltern und Lehrer, zumindest im Hinterkopf haben, eine solche Verhaltensänderung könnte auch mit einer psychischen Erkrankung zu tun haben und dann auch eine entsprechende, ein Gespräch mit dem Kind, mit dem Jugendlichen führt und auch professionelle Hilfe beizieht. Ich habe das Gefühl, dass es dir nicht gut geht und ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Normalerweise checkt mein Vater gar nichts. Aber in diesem Punkt hat er sogar recht. Ich glaube, er ahnte gar nicht, wie recht er hatte.